Was Sie hier sehen, sind die Noten von den Streichern. Wir nehmen heute den ganzen Streicher auf. Wir haben gestern schon, haben wir richtig fleissig gearbeitet. Und ihr könnt gespannt sein auf die wunderbaren Instrumente. Das ist wirklich Sahnehäubchen auf dieser Produktion. Es ist nicht nur da und dort ein Farbtupfer, sondern wirklich ein tragendes Element. Wir haben richtig kräftig gearbeitet. Und ich bin richtig gespannt auf die Produktion, die im Spatsommer für euch Herbst rauskommt. Over to the Swiss. My function is to assist. Is to mainly make coffee, yes. But occasionally write some string arrangements for this wonderful project. Violins the whole of yesterday, and then this morning we'll be recording violins as well, and then we'll be doing cello this afternoon, and did some pianos last night, which is always fun. And I think the biggest trick with this kind of thing is to just make sure from a technical point of view that all the mics are in phase and don't have any problems, and then also just from a session point of view that we can get through all of the work in the time that we have available. Yeah, and this is our studio. We are awaiting the arrival of our violin players for today, and then this afternoon we've got our cellist coming in. So yeah, exciting stuff. We've got 8 songs down yesterday, and today is the final day for string recordings. We hope to finish the remaining 4 songs today on violin. Hinter mir seht ihr das Technikzimmer mit den Technikern, und so wie es aussieht, kommt jetzt gerade unser erster Streicher schon daher. Und wir freuen uns, heute vor allem Cello-Parts aufzunehmen von unseren Liedern. Und es kommt gut. Ihr könnt euch darauf freuen. Es wird kitschig, wunderschön und es ist ein Must für jeden Haushalt.
Grenzen aus, wo, keine Ahnung. Wenn ihr wollt wissen, wie das funktioniert, kann ich euch sagen. Das Business, das ist so hart. Ich könnte mir nicht vorstellen, an so einem Studiotag, am Morgen musst du aufstehen und bevor du deinen ersten Kaffee serviert bekommst, musst du eine Dusche nehmen mit warmem Wasser. Und nachher musst du dich irgendwie in einem VW Golf oder in einem Land Rover musst du ins Studio chauffieren lassen, oder? Kannst nicht anders. Und kaum kommst du zur Tür rein, hast du schon zwei Kaffee in der Hand, oder? Und das alles, bevor es losgeht mit also mühsamen, professionellen Streichern. Am Aufnehmen den ganzen Tag streichen sie, oder? Wenn sie wenigstens würden, Brot streichen zum Essen, aber dann sind sie streichen da wieder eingenommen. Ich könnte mir nicht vorstellen, wie wir leiden den ganzen Tag. Und kaum ist fertig, gehst du heim, hast ein Steak im Teller, hast einen Gürtel im Teller, hast eine Pizza im Teller, oder? Den ganzen Tag geht das so. Es ist wirklich hart. Einfach, dass ihr es wisst, oder? Was lacht ihr da hinten? Lachen die aus. Oh, dann lachen sie noch mit Tollen da hinten, oder? Das geht aber nicht.